Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei KSP. Wir haben ein paar aktive Contracts und ich muss sagen, ich habe wieder ewig lang nicht gespielt. Es bewahrheitet sich immer mehr. Vorproduzieren ist das Mittel der Wahl. Was haben wir denn hier? Position Satellite in a Specific Orbit of Duna, Science Data from Space Around the Moon und Build a New Surface Outpost on Duna. Okay, das haut mich jetzt alles nicht so vom Hocker. Ich glaube, Science Data from Space Around the Moon müsste doch relativ leicht zu machen sein. Ich habe übrigens eine neue Grafikkarte und habe mir alle Einstellungen zerschossen. Nicht nur die Grafikeinstellungen, sondern eben auch die Audioeinstellungen, weil ich alles abgestöpselt habe, und um die Karte einzubauen. Und jetzt passen alle Audioeinstellungen nicht mehr. Hatten wir hier nicht irgendwo noch eine Sonde? Hier. Kann ich hier nicht alles anmachen? So, wir fliegen die mal. Und schauen mal. Oh, es gibt so eine Menge zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe echt so eine Menge verändert. Das Offensichtlichste oder eins der wichtigsten Dinge. Ich habe endlich die gesamte Kevin MacLeod Musik normalisiert. Das heißt, es sollte annähernd die gleiche Lautstärke haben. Haben wir hier keinen Thermometer? Okay. Die Folgen würde ich jetzt ganz gerne nochmal sehen, was mich in alles in der Welt geritten hat, hier nichts hinzumachen, wo wir irgendetwas messen können. Das ist ja witzig. Transmit Data, das hat natürlich nichts gebracht, keine Scientific. Ja, dann spielen wir natürlich wieder im 32-Bit-Modus. Nee, hier ist echt nichts. Ich krieg die Krise. Moment mal, ich gehe hier hin. Diese Pfeile hier sind neu. Mir ist nicht bekannt, dass es ein Update gab. Ich weiß nicht, ehrlich nicht, wo diese Pfeile herkommen. Oder er hat irgendwie abgedatet und ich habe es nicht gemerkt. Was mich sehr wundern würde. Okay, ich glaube, diese Sachen brauchen wir eigentlich nicht fliegen. Da ist nichts mehr zu holen. Aber unsere Basis auf dem Mann, das können wir auf jeden Fall mal machen. Und da würde mich eh interessieren. Oh, ich sehe hier die ganze Zeit, dass ich übersteuere. Ich hoffe nur, dass das mit der Audio-Lautstärke sich einigermaßen einrenken kann. So, unsere schöne Rescue-Kapsel. Ganz schräg. Wie viel Delta V haben wir denn hier? Der Kerbal Engineer funktioniert nicht mehr, sehe ich. Warum funktioniert der Kerbal Engineer nicht? Gab es da jetzt wirklich ein Update? Nee, das kann nicht sein. Jetzt, ich war auf der Flagge. Komische Geschichte. Ich weiß nicht, wo ich war, aber jedenfalls irgendwo. Hier, meine Scatter sind jetzt auch wieder da. Die waren, glaube ich, auch mal verschwunden. Sehr schön. Ich schaue noch mal schnell. Kann man jetzt hier nicht einstellen. Ich lasse das mal. Habe ich jetzt vor der Aufnahme vergessen. So, was haben wir hier? Das ist, glaube ich, vom Boden. Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir das Ganze mit dem EVA machen können. Wenn wir hier einen EVA-Report machen, wir nehmen das, wir boarden. Und wenn wir jetzt die Daten senden,
Strom sollten wir genug haben. Ja, cool. Dann haben wir jetzt den Contract erfüllt. Das ist schon mal cool. Wir haben 511 Delta V. Und ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, in einer der letzten Aufnahmen habe ich gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie andocken. Ich weiß es noch nicht, wie ich mache. Ob ich da jetzt in Orbit hochfliege und dann oben betank. Weil ich glaube schon, dass im Orbit eine Betankung auf jeden Fall sinnvoll wäre. Mit unserem Monopropellant, 142 haben wir noch, sollten wir auch auf jeden Fall in den Orbit kommen. Oder was heißt auf jeden Fall? Es wird auf jeden Fall knapp. So viel ist schon mal sicher. Und Bill muss, glaube ich, schon noch eine Weile hier bleiben. So leid es mir tut. Ja, ungefähr 1,5 Wochen nicht aufgenommen. Ich habe eine Menge andere Dinge gemacht. Ich weiß gar nicht mehr alles. Vor ein paar Tagen dachte ich mir noch, okay, ich muss das alles erzählen, was ich gemacht habe. Da habe ich endlich mal was zu erzählen. Jetzt mittlerweile weiß ich gar nichts mehr. Okay. Ich glaube, Duna ist völlig außerhalb des Zeitfensters. Und weil wir ja versuchen wollen, hier den Time Warp so wenig wie möglich einzusetzen, werde ich mal schauen, was haben wir denn noch? Pardon from Orbit of Duna. Wir haben jetzt ja die Kralle. In Flight over Duna. Ja, das ist mir alles irgendwie. Ist mir zu viel Duna. Ich hätte ganz gern Eve oder irgendwelche anderen Sachen. Ich glaube, wir müssen nochmal. Das gibt halt alles nicht sehr viel. Ich glaube, wir müssen nochmal einen retten. Und Low Carbon Orbit. Ja, ich glaube, wir retten nochmal einen und dann bräuchten wir unbedingt Science, damit wir. Also ihr seht es selber, es ist nicht meine Schuld. Wir kommen einfach irgendwie nur schleppend voran. Zumindest jetzt wieder. Es ging ja eigentlich ganz gut voran, aber. So, wo ist der Pappenheimer? Das ist doch nicht. Das ist doch nicht Low Carbon Orbit. Das ist diese. Satelliten. Das könnte ja auch interessant werden, weil der kommt bestimmt irgendwann dem Mann entgegen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns um Curly. Curly Sue. Nee. Haben wir schon. Christina, Tina. Doodles. Okay. Doodles. Der kommt jetzt hier auch gleich an. Das heißt, wir können auf jeden Fall. Ja, ihr kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel. Aber ich denke mal, dann kann ich jetzt auch ein bisschen mehr quatschen. Ein neues Let's Play gibt's von mir. We Happy Few. Ich bin hin und her gerissen von diesem Spiel. Im Prinzip finde ich es geil. Hat sehr viel Potenzial. Und es war für mich so eine Art Insider, wo ich eigentlich gedacht habe, Survival, da passt alles. Ich werde es mal Let's Playen. Da ich ja nicht viel Let's Plays machen werde oder vorhabe zu machen, war es vielleicht auch die falsche Entscheidung, ausgerechnet dieses Spiel dann mit aufzunehmen. Vor allem, weil es ja noch eine ganz frühe Alpha ist. Ah ja, jetzt sehe ich es wieder. Ich habe die Raketen durchnummeriert, so wie ich es vorgehabt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leider habe ich den Dateinamen in Windows geändert und irgendwie ist das dabei rausgekommen. Das heißt jetzt hier in eckigen Klammern irgendwie dahinter. Ich habe eigentlich vorgehabt, dass es so richtig dann heißt. Schade. Aber gut, zumindest die Sortierung stimmt. Und ja, wir suchen uns jetzt hier die Rescue-Vessel aus. Die ist ja ganz gut. Ist auch schon sehr gut erprobt. Wir haben hier unsere Probodobodyne drin. Und die reicht auf jeden Fall. Hm.
Ja, sollten wir Batterien haben wir auch. Das nochmal auf zur Sicherheit. Batterien sind drin. Ja, das passt schon. Ich sehe gerade. Vielleicht sollten wir hier doch mit mehr Fallschirmen arbeiten. Dann können wir nämlich alles retten. Das wäre auf jeden Fall in meinem Interesse. Und das werden wir auch diesmal versuchen, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Abwechslung haben. Flanschen wir hier einfach noch hier oben am besten. Dann können wir uns eigentlich den Decoupler sparen. Dann nehmen wir hier das komplette und das Heat Shield sparen wir uns auch. So, das hier hoch. Erst die, dann die. Nehmen wir alles. Und vielleicht noch zwei Drogues. Nicht, dass wir zu schnell sind. Nehmen wir die Drogues zuerst. So, jetzt müsste es aber passen. Hier, diese. Okay. Rescue Vessel 1. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil hatten wir nicht noch eine Improved auch? Rescue Vessel Improved. Ich lade die mal her. Jetzt kenne ich die nicht aus. Die sieht ja fast genauso aus. Die sieht ja wirklich fast genauso aus. Dann nehmen wir die doch. Die wird schon irgendwie passen. Und erst den hier, dann die hier. Die machen wir an eine Stage. Die weg. Und speichern wir. Und dann launchen wir. Hat jetzt eh schon wieder lang genug gedauert. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich ja über diesen 64-Bit-Modus aufgeregt. Dann habe ich überlegt, soll ich jetzt wirklich mit Mods noch spielen oder nicht? Ich bin immer noch so am Überlegen, ob ich zumindest, also gerade so optische Verbesserungen, ob ich die machen soll oder nicht. Und ja, ich habe mich noch nicht entschieden. Ganz ehrlich, wir werden sehen. So, wieso immer noch nicht? 3, 2. Eieieiei, nicht doch, Jebediah, was machst du denn immer in dieser Rakete? Wir müssen doch jetzt dringend starten. Die andere Rakete, der Donald oder wie er heißt, der kommt doch. Du kannst doch nicht. Wo ist Improved? So, raus hier bitte. Und go. Die Improved Vessel kommt doch. Und es wird höchste, allerhöchste Eisenbahn, dass wir endlich mal vernünftige Contracts bekommen. Mit allen möglichen. Ey, jetzt hat er die wieder. Ach, das ist doch zum... Hab ich nicht gespeichert? Explosionen,
Explosionen zuallererst. Da. Es ist zum Kotzen. Ah, aber zu dieser Musik auch schon wieder. Die Leute wollen Explosionen. Da geht's immer noch ab. Aber volle Kanne. So. Okay. Rescue Vessel improved. Ich war mir so sicher, dass ich danach die den Speicherbutton noch betätigt habe. Nachdem ich den Kran runtergezogen habe. Und die Fallschirme. Bin ich mir ziemlich sicher. Würde ich mir ganz gerne nochmal anschauen. Aber wahrscheinlich wieder verspackt. So, hoch. Zum Glück ist die Rakete auch nicht so teuer gewesen. So, wie sieht es denn zeitlich aus? Oh, wir sind viel zu spät. Viel zu spät, leider. Ich werde trotzdem mein Bestes geben, da jetzt noch relativ zeitnah hochzukommen. So, das brauchen wir nicht mehr. So, wir sind ein bisschen zu schnell hier. Ich leite mal den Gravity Turn ein. Kann sie nicht halten. Konnte sie nicht halten. Keine Chance. Wenn es nur so läuft, dann soll es mir recht sein. Wir sind ja auch unter Zeitdruck. Aber es heißt Zeitdruck, schaut es euch an. Ärgerlichst. Nur weil wir jetzt so viel Zeit verbummelt haben. Tja. Okay, das heißt, wir sind jetzt hinten dran. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen kleineren Orbit. In welcher Höhe ist er? Er ist auf 91.000. Das heißt, wir dürfen nur maximal über 70 kommen. So. Vom Ascent sieht es eigentlich ganz gut aus. Bin relativ zufrieden. Ja, unsere Horizontalgeschwindigkeit nimmt zwar zu, aber die Vertikalgeschwindigkeit lässt echt noch zu wünschen übrig. War echt Mist von Anfang bis Ende. Vor allem, weil wir uns jetzt hier durch die Atmosphäre schleppen. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Gut, aber so dick ist sie ja hier oben jetzt auch nicht mehr. Wir mal, was wir da noch machen. Und ob das jetzt überhaupt noch ausreicht, einen vernünftigen Orbit anzugehen. Gibt, glaube ich, Schlimmeres. Ich würde sagen, wir sehen uns oben. So, da sind wir wieder. Es hat wieder natürlich länger gedauert als erwartet. Und wir nähern uns
dem Objekt. Ich kann es nicht sehen, welches gerade. Wir haben 300 Meter Separation. Und ich glaube, das soll jetzt mir erstmal ausreichen. Wir müssen jetzt erstmal die Target-Geschwindigkeit ausgleichen. Und das machen wir hier. So. Vollen Schub. Es hat wieder ewig gedauert, weil wenn es nicht klappen will, dann klappt es einfach nicht. Und ich bin auch schon wieder ein bisschen aus der Übung, muss ich gestehen. Drück wilde Tasten. Target. Retro. Ich drücke wilde Tasten, weil es mir Spaß macht. Und Doodles. Das ist auch schon wieder ein Körbel, dessen Name ist so cool. Doodles. Dass wir den allein schon deswegen uns krallen müssen. So. Wir kommen hier näher und näher und näher. Sind natürlich wieder in der Nacht. So, jetzt wird es deutlich langsam. Wollen wir hier mal ausgleichen wieder. Ein bisschen aufs Target zuhalten. So. Da springt er wieder. Warum auch immer, selbst im 32-Bit. Target. Hallo. So. Und wir nähern uns an. Kurze Bremsschübe. Ein bisschen Time Warp. Und da sind wir auch schon angekommen nach knapp 5 Stunden. So. Wir wechseln. Hallo Doodled. Scientist. Scientist ist immer sehr gern gesehen. Wobei wir natürlich alle brauchen. Da sind wir nicht so. Da sind wir ganz genügsam. Wo ist die Einstiegsluke? Und Instant Board und Instant würde ich sagen zurück zum KSC. Und wir setzen hier ein Manöver. Und da das auch jetzt schon Standardprozedere ist, sehen wir uns, wenn wir gelandet sind. Oder zumindest im Landeanflug sind. Bis dann. So, wir sind gerade an der Grenze zur mittleren Atmosphäre. Und wir haben deutliche Overheat-Effekte. Doodled, die jetzt auch gerade verschwinden. Als wir in die mittlere Atmosphäre eintauchen, was sagt denn die Periapsis? Oh, da habe ich mich wieder ordentlich verschätzt. Das ist ärgerlich. Wir könnten es ja ein bisschen versuchen hochzubrennen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das bringt gar nichts. Das ist für alle Zeit jetzt hier verloren. Und wir konzentrieren uns eigentlich jetzt nur noch hier auf eine erfolgreiche Wasserlandung, damit Doodled zu unserem Raumfahrerstab dazugehört. Hier oben haben wir noch ein paar Contracts. Is now part of the space program. Jawohl. Und save Doodled complete. Okay, Surface, können wir hier die Fallschirme mal zünden, können das SAS ausmachen und können uns nun auf die Wasserlandung vorbereiten.
Ich würde sagen, hier sollte nichts mehr schief gehen und wir sehen uns höchstwahrscheinlich gleich wieder im Contract-Menü. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ja, da sind wir auch schon fertig mit dem Contract. Was haben wir denn? A new surface outpost on the man. Okay, das könnten wir jetzt natürlich schon gut gebrauchen. Fünf Kürbis, Scientist. Das würde natürlich auch eine Menge Geld bringen. Und da könnten wir auf jeden Fall unsere Basis auf dem Mond dahingehend erweitern, dass wir auch die Rettungskapsel mit Treibstoff versorgen. Wir nehmen auf jeden Fall den mit, Science Data from Space Around Minmus. Und das sollte auf jeden Fall ein Satellit machen. Aber ansonsten bin ich da nicht so begeistert, was wir hier angeboten bekommen. Ich nehme den jetzt auch nochmal. So. Orbit of Duna. Ich will nicht irgend so ein Part dann von Duna nach Hause schleppen müssen. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich zu aufwendig. Splashdown. Okay, die anderen sind jetzt nicht so die Wucht. Was machen wir als nächstes? Ja, es hilft nichts. Wir müssen hin und her springen. Erstmal hier unseren Contract noch. Rescue Doodled. 34.000. Immerhin. War wahrscheinlich ein Draufzahlgeschäft, weil wir die Rakete explodieren haben lassen. Und wir gehen also zu Minmus. Und schauen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Minmus. Hier haben wir unsere Sonde und bitte lass die Science-Instrumente an Bord haben. Das war ja, ist ja ganz übel mit der Sonde um. So, hier haben wir auf jeden Fall was. Und das können wir auch schicken. Haben wir hier. Aber auch kein Thermometer. Doch, ein Thermometer haben wir hier sogar. Ja, gibt aber nichts mehr. Den Contract hat es auf jeden Fall erfüllt. Und wir können wieder zurück. Dann nochmal ins Contracts-Menü. Einfach nochmal, um zu schauen. Ist denn dann vielleicht nochmal ein besserer Contract hinzugekommen? Also entweder Splashdown at Kerbin, es bringt gar nichts, es gibt nichts. Sie wollen uns unbedingt Richtung Duna drängen. Two tourists orbit around Kerbin. Kerbin. Es gibt halt fast gar nichts. Spaceflight, Orbit Kerbin. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach eine Touristenmission. Was haben wir hier? Den nehmen wir nicht. Also den nehmen wir nicht, zumindest noch nicht. Wir haben jetzt erstmal den. Ich glaube insgesamt drei Touristen. Die müssen wir auf jeden Fall mitkriegen. Und dann bauen wir jetzt einfach eine neue Rakete. Wir nehmen hier eine Rakete, nehmen ein bisschen Treibstoff mit. So. Sollte hoffentlich auch ausreichen. Wir nehmen. Ach so. Drei Touristen brauchen wir. Also, das mal nicht.
Was? Position. Satellite, okay. New Satellite, okay. Orbit around Kerbin. Das ist zwei Touristen. Und hier ein VIP. Jetzt könnten wir natürlich alle drei da reinpacken. Aber ich weiß nicht, ob ich das so nochmal riskieren will. Ich hätte ganz gern Jeb an Bord mit dabei. Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Wir haben... Der würde eigentlich ausreichen. Aber das sieht mir alles andere als aerodynamisch aus. Was wiegt denn das Ding? 0, ist relativ schwer. Und was ist, wenn wir... Hitchhiker, da passen 4 rein. Das ist natürlich auch mega Verschwendung. Mega. Crew Cabin. Da passen 2 rein. Ah, wie machen wir es? Wie machen wir es? Ja gut, wir nehmen doch nicht einen Chap mit. Wir versuchen es tatsächlich auf diese Weise, dass wir hier die Drone da oben rauf machen, dann hier 4 Fallschirme. Ja gut, wie viel Fallschirme wir noch brauchen, das wird sich noch rausstellen. Ich nehme jetzt mal 4 mit. Dann den hier. Und das ist ein bisschen 1800. Das so, so. So. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Höllentrip für die. Schicken wir sie nur mit Solids hoch. Das kann natürlich auch spaßig werden.